nächste Redner ist Sozialdemokrat Walter Schopf. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich denke, wir haben Einigkeit darüber, dass wir ein großes Problem gemeinsam zu bewältigen haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, tausende Menschen haben auch eindrucksvoll in den letzten Tagen, in den letzten Wochen demonstriert, was Menschlichkeit und was letztendlich auch gelebte Solidarität bedeutet. Und ich möchte daher an dieser Stelle mich bei den unzähligen, hunderten freiwilligen Menschen, bei den Hilfsorganisationen, vor allem auch bei den Jugendorganisationen, bei der Bundesbahn, aber auch bei der Polizei und beim Bundesheer für die Hilfe. Ich war selbst zweimal ganz konkret auf Bahnhöfen im Einsatz und habe ich gesehen, welche Hilfe letztendlich geleistet wird. Sehr herzlich für diese Hilfe bedanken. Liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, auch was die österreichische Bundesregierung betrifft. Ich denke, dass viele richtige Maßnahmen gesetzt worden sind, vor allem das Engagement unseres Bundeskanzlers auf europäischer Ebene. Wenn man sich die Fakten des gestrigen Tages ansieht, was letztendlich auf europäischer Ebene vereinbart worden ist, so sind wir am richtigen Weg und es wird ganz sicher auch bei den zukünftigen Verhandlungen und Besprechungen werden die richtigen Beschlüsse, ob es um finanzielle Mittel, aber auch konkret um operative Hilfe geht, sind sicher richtig. Um diese Schwierigkeiten zu lösen, meine Damen und Herren, wäre es wichtig, weil wir alle an einen Strang ziehen. Das ist leider zurzeit nicht der Fall. Leider. Manche versuchen auf Kosten von Flüchtlingen, auf Kosten von dieser Menschen politisches Kapital zu schlagen, sogar auf Kosten dieser Flüchtlinge Wahlen zu gewinnen. Und ich denke, das ist bedenklich. In Wirklichkeit wollen diese Gruppen von manchen sehr wichtigen Themen ablenken. Und als Oberösterreicher gestattet es mir, weil bereits das gestern ein Thema war. Das sind schwierige und wichtige Themen der Zukunft. Der Spitzenkandidat der Freiheitlichen in Oberösterreich, zurzeit auch Landesrat, der heißt Heimbuchner, hat vor kurzem ein Buch herausgegeben mit dem Titel Mut zur Wahrheit. Und sehr verehrte Damen und Herren, lesen wir ganz konkret die Seiten 37 bis 43. Und gestern hat der Kollege Vogel Markus bereits zu einigen Punkten Stellung genommen. Und aufgrund dieser Ausführungen wurden wir von einigen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, insbesondere von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, natürlich kontaktiert. Und auch heute Vormittag. Und es gab etliche Anrufe bei mir, die gemeint haben, ist das wirklich so, was dieser Redner da gestern gemeint hat? Und das Traurige, meine Damen und Herren, und vor allem liebe Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von Oberösterreich, es ist wirklich so, was Vogel Markus gestern hier gesagt hat. Und ich zitiere wörtlich aus diesem Buch. Ich zitiere wörtlich. Der erste Tag jedes Krankenstandes, auch bei Arbeitsunfall, wird ab sofort als Urlaubstag gewertet. Und es geht weiter, meine Damen und Herren. Es gibt keine beitragslosen Pensionen für Witwen oder Witwer mehr. Die Ausgleichszulagen, ein wichtiges Thema für die gesamte Republik. Die beträgt zurzeit 872 Euro, wird laut Heimbuchner, laut den Freiheitlichen, auf 650 Euro gekürzt. Eine Kürzung von monatlich um 120 Euro, meine Damen und Herren. Die Familienbeihilfen, ein wichtiges Thema der Freiheitlichen, werden für 10 Jahre eingefroren. Bitte nachzulesen im Buch Mut zur Wahrheit, werden für 10 Jahre eingefroren. Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaften. Was bedeutet das, liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Oberösterreich? Das bedeutet letztendlich die Abschaffung der Arbeiterkammer, unserer gesetzlichen Interessensvertretung. Will die Freiheitliche Partei in Oberösterreich ganz konkret mit Listenführer Heimbuchner abschaffen. Das ist die Realität, was hier die Freiheitlichen wollen. Meine Damen und Herren, das Gesundheitswesen, ein wichtiger Punkt.
Laut Freiheitlichen soll im Gesundheitswesen massiver Selbstbehalt in Zukunft eingeführt werden. Eine Reihe von gesundheitlichen Leistungen, die zurzeit für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Pensionisten gratis angeboten werden, sollen in Zukunft nicht mehr gratis sein. Ich denke daher, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen und vor allem liebe Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, das müsste Grund genug sein, weil es eine Partei gibt, die dafür steht, dass diese Punkte nicht durchgesetzt werden. Und das ist die Sozialdemokratie. Daher suche ich am kommenden Sonntag in SPÖ die Sozialdemokratie wählen. Danke. Einmal mehr Landtagswahlkampf, also diesmal vom oberösterreichischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Walter Schopf.